Der Hans Denk, da haben wir noch einmal eine interessante Schrift über das Gesetz Gottes geschrieben, vom Gesetz Gottes. Nur ein Auszug davon, damit man mal hört, wie der Hans Denk denkt. 1527 an der Pest gestorben, in Basel. Die meisten Menschen sind gegen Lehren, die ihnen strenge moralische Forderungen zur Dämpfung ihrer natürlichen Begierden auferlegen. Aber sie möchten gerne als Christen angesehen werden und lauschen willig den Heuchlern, die da lehren, dass unsere Gerechtigkeit allein darin besteht, dass Gott uns für gerecht hält, auch wenn wir schlechte Menschen sind. Und dass unsere Gerechtigkeit außerhalb von uns, nicht in uns liegt. Denn nach einer solchen Lehre kann man sie zu den heiligen Menschen zählen. Wehe denen, die verkündigen, dass Menschen sündigen Wandels nicht als fromm angesehen werden können. Die meisten werden wütend, wenn sie das hören. So sehen und erfahren wir es. Und sehen am liebsten, wenn alle diese Prediger verjagt oder gar umgebracht würden. Wo das aber nicht angeht, bekräftigen sie ihre heuchlerischen Prediger durch Lob, Beistand, Geschenke und Schutz, sodass sie fröhlich weitermachen und der Wahrheit keinen Raum geben, wie klar sie auch sein mag. So sind die falschen Heiligen und die heuchlerischen Prediger, einer wie der andere, das Volk, so seine Priester. Der Glaube muss gelebt werden. Es gibt keine, ich halte dich für gerecht, auch wenn du ungerecht lebst. Es muss eine Einheit sein. Der gehörte zu der mystischen Richtung, der Hans Denk. War so mystisch, kommt man das gar nicht vor, ist relativ klar. Und er hat wirklich interessante Aussagen gemacht. Seine Schrift vom Gesetz Gottes ist lesenswert.